der 12. Runde der DPK Bundesliga. Unser TSV Harzberg gewinnt 2:0 gegen Sturm Graz. Heiko Vogel, bitte um eine kurze Spielanalyse. Ja, bevor ich analysiere, gratuliere ich erstmal. So gehört sich, glaube ich. Wunderbar. Gratulation zu dem Sieg. Ich glaube auch, dass der in Ordnung geht, muss man einfach so sagen. Das heißt nicht, dass ich das Spiel meiner Mannschaft komplett verdamme, aber wir haben, wenn man so viel Nachlässigkeit in Prozentpunkten im defensiven Bereich, in offensiven Phasen hat, dann ist es folgerichtig, dass vorne bei uns die Null steht und wir mit 2 Gegentoren das Spiel 2:0 verlieren. Insofern gibt es da mit Sicherheit einen roten Faden, der sich bei uns durch die ganze Saison zieht und folgerichtig 2:0 heute verloren. Danke. Markus, dein Resümee der 90 Minuten? Ja, ich glaube, das waren relativ turbulente erste 20 Minuten in der ersten Halbzeit. Aufgrund der Tatsache, dass wir mit dem Michi Huber unseren Innenverteidiger verloren haben. Aber auch der Tatsache, dass wir ganz einfach schon eher passiv waren, den Gegner zu sehr, sehr viel Ballbesitz ganz einfach auch eingeladen haben. Und erst ab der 20. Minute war das nachher das Spiel, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, dass wir nachher zwar richtig tolle Möglichkeiten gehabt haben in der ersten Halbzeit, da hat es noch nicht geklappt. Zweite Halbzeit ist es die ersten paar Minuten richtig hin und her gegangen, Möglichkeiten hier und da. Und mit dem Tor vom Reiko hat sich natürlich das Spiel zu unseren Gunsten gedreht. Und ich glaube, nachher mit dem 2:0 war das Spiel erledigt. Ich glaube trotzdem auch, und so wie der Heiko das auch gesagt hat, dass das im Großen und Ganzen kein unverdienter Sieg ist. Danke. Bitte um eure Fragen. Markus, was hat der Michi überhaupt so lange gedauert, dass man einen Ersatzspieler eingesetzt hat? Ich glaube, es war relativ früh erkennbar, dass er nicht mehr weitermachen können wird. Oder hat sich nochmal abgewartet, ob es vielleicht noch geht? Klar, also Michi ist auch. Der Michi Huber ist jemand, der in Wahrheit, da muss sehr viel passieren, dass er nicht weiterspielen kann. In dem Konkreten ist das Zeichen einmal kurz gekommen. Wir haben trotzdem noch ganz kurz zugewartet. Und dann hat es schon noch die Überlegung gegeben, wie wir das korrigieren können. Aber der Thomas ist in das Spiel gekommen und hat seine Aufgabe richtig toll erledigt. Deswegen war die Entscheidung absolut richtig. Bitte. 3:0 ging auch bis 2:0 gegen Sturm, insgesamt 5:0 gegen die Großen, wobei ich dazu sage, nach einem Sieg gegen Rapid am Boden zu bleiben und das dann zu bestätigen, ist wahrscheinlich noch die schwierigere Sache. Und das hat mich halt schon sehr erstaunt. Also da noch Sturm war gewarnt, nach 10-20 Minuten, aber das zu bestätigen, ist nicht leicht. Na, der Mannschaft hat das ein bisschen gewurmt, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit nach dem 13:0, nämlich dass alles nur so nach außen transportiert worden ist, dass Rapid so schlecht war. Es hat einen Grund dafür gegeben, warum Rapid in diesem Spiel ganz einfach diese Möglichkeit nicht gehabt hat. Und das war richtig zum Analysieren in der Mannschaft. Und ich glaube, wenn man die Mannschaft auch heute gesehen hat, sie ist richtig hungrig, sie ist extrem fokussiert, sie ist überzeugt von dem, was wir machen, und das ist einmal die Basis für das, dass sowas nachher passieren kann. Für mich, klar, gibt es immer wieder Momente, auch heute, wo wir dreimal vielleicht dieses Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt haben bei den Stangenschüssen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das heute aufs Glück reduziert und sagt, der Gegner hat heute Pech gehabt und letzte Woche war der Gegner so schlecht, dann spiegelt das unsere Leistung nicht wieder, und das ist mir wichtig, dass das auch im richtigen Licht ist. Georg. Heiko, der Sieg fehlt jetzt seit, glaube ich, über einem Monat. Sportdirektor Peter Pfeifel hat gesagt, man muss jetzt vieles hinterfragen. Wie gehst du in die nächsten Tage? Man weiß als Trainer, ich mache immer das kleinste Rädchen. Wie gehst du da in diese nächsten Tage? So wie ich das immer mache. Ja, es gibt Dinge, wie das Spiel gelaufen ist, das wird analysiert und entsprechend gibt es ja keine Änderung meines Ablaufplans. Mache ich immer so. Herr Kortin, mit 2 Gegentoren, beim zweiten Tor hat selbst 3 Spieler ausgetanzt und beim ersten Tor, den wir es noch gesehen haben, hat er wirklich laufen können und ist dann auch beim Schuss nicht behindert worden. Da war er selbst überrascht, dass er für Gegenwehr gehabt hat. Ich glaube, er war erstmal überrascht, dass er noch zu Ende spielen durfte. Ne? Da war ja, er auch mal überrascht. Das war wirklich fahrlässig. Ja, er war überrascht, dass er überhaupt noch auf dem Platz stand. Muss man ja auch sagen, die Tore hat er gut gemacht.
da gibt es nichts. Aber das erste Tor darf er natürlich nie so einen langen Lauf ohne Widerstand machen. Da war einfach, muss man verhindern können. Aber ich glaube, auch ein Spieler von der Klasse hat es nicht nötig, was er gegen Bernd Spendi gemacht hat. Ja, das ist dann Pech. Zuletzt haben ja Leistung und Ergebnisse nicht wirklich zusammengepasst. Ist man enttäuscht, dass die Mannschaft dann diese Prozentpunkte, die sie da ansprechen, dass sie die dann heute nicht am Platz bringt? Weil das stimmt ja, was da Herr Geisel gesagt hat, dass man ja schon den Druck von der Mannschaft genommen hat, versucht hat, für Ruhe zu sorgen. Dass dann jetzt die Reaktion der Mannschaft kam. Man ist immer enttäuscht, wenn man verliert. Ja. Ich glaube, ich habe es eingangs erwähnt, wir haben einen roten Faden. Ich glaube, dass wir einige Punkte mehr haben hätten können, wenn wir wirklich individuelle, fatale Fehler nicht gemacht hätten. Aber was soll ich machen? Wir haben sie gemacht. Ja. Ich kann nicht mal. Es ist so, warum das so ist. Wenn ich eine Erklärung dafür hätte, hätte ich ja schon ganz früh damit begonnen, daran zu arbeiten. Ja. Es ist mit Sicherheit so, dass wir letzte Saison eine herausragende Saison von den Erfolgen, von den Spielen her gemacht haben. Und das Schwierigste ist, Erfolg zu bestätigen. Ja. Und wir haben Wechsel gehabt, viele Stammspieler, Stützen verloren. Es sind neue Spieler dazugekommen, die haben wir integrieren müssen. Aber das mit Sicherheit ist dieser Prozess keine Entschuldigung mehr dafür, dass wir so viele individuelle, fatale Fehler machen. Ja. Und Druck ist das, was ankommt. Und das kommt bei der Mannschaft eben an. Und sie verspürt den Druck. Und wenn man Druck verspürt, dann gibt es die Spieler, die damit problemlos umgehen können. Das sind dann die zukünftigen oder die jetzigen Multimillionäre, weil das einfach Qualität ist. Ja. Und das müssen unsere Jungs lernen. Ja. Und ich habe junge Spieler, die das lernen müssen. Ich habe alte Spieler, die auch vielleicht erstmal in so einer Situation ist. Und das ist ein Lernprozess. Und das ist eine Chance zu lernen. Und aber sie müssen jetzt anfangen zu lernen, ganz klar. Das ist auch von Ihrer Seite, dass man sich den Druck ein bisschen erhöht? Oder? Ich glaube, der Druck ist groß genug für die Jungs. Ja? Also ich meine, ich glaube, dass die alle Zahlen lesen können. Und wenn sie die Zahlen richtig lesen und dann mal runtergehen in der Tabelle, dann glaube ich, gibt es da ein großes Ziel. Und das müssen wir erreichen, aus Ende Arm. Also ich glaube, es gibt... Sie sollten genügend Druck machen. Wenn wir die Hunde immer zum Jagen tragen müssten, dann läuft das falsch. Aber das ist nicht so. Ja, ich glaube, dass uns wirklich ein Erfolgserlebnis fehlt. Und da haben wir uns häufig zu selbst beraubt. Und jetzt müssen wir eben daran weiter basteln. Heute wieder 3 Lattenschüsse. Ja, da hätte auch mal einer reingehen können. Aber hätte. Ja? Es ist nicht. Abhaken. Fehler, die man macht, aus taktischer Sicht abstellen, verbessern. Und nächstes Spiel wieder weiterarbeiten. Aber es wird natürlich, ist logisch, Druck, der sich von innen aufbaut, wird immer größer, ist ja klar. Wenn man einen Lauf hat, ist schön. Wenn alles gut läuft, ist super, da ist vieles super. Und dann nimmt man auch einen Rückstand, Rückstand machen wir locker weg. Aber wir haben keinen Lauf. Aber da müssen wir, gibt es nur eines, weitermachen und arbeiten. Es gibt kein Patentrezept, ich glaube, das Patentrezept hat niemand auf der ganzen Welt. Gibt es noch Fragen? Danke, gute Heimreise.